Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es hier genau um den Testbericht des SteamMax WhiteDog. Ich hatte bereits schon mal ein Vorstellungsvideo gemacht zu dem WhiteDog, wo ich ein bisschen so auf das Zubehör, auf den Lieferumfang eingegangen bin und vor allem auch nach euren Fragen gefragt habe, die ich jetzt so ein bisschen in diesen Testbericht hier eingearbeitet habe. Genau, wir werden diesen Testbericht sowohl auf das Board eingehen, als auch nochmal auf das Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist. Wie gesagt, das habe ich noch ein bisschen getestet und kann ein bisschen mehr aus der Praxis erzählen. Dann gehen wir natürlich außerdem auf das Design des Boards ein, auf die Fahreigenschaften oder noch sonstige Kleinigkeiten, die ich jetzt Board erzählen möchte. Vielleicht mal ganz kurz als Einleitung: Das SteamMax WhiteDog ist eines der beliebtesten Boards für SUP mit Hund. Das heißt für Leute, die mit einem Hund auf dem Board paddeln wollen. Deshalb auch der Name. Man sieht wirklich, dass hier in ganz vielen Aspekten, sage ich mal, ist das Board doch genau auf diesen Einsatzzweck abgestimmt. Man darf allerdings nicht vergessen, dass das SteamMax WhiteDog auch wunderbar für Wildwasserfahrten, für SUP-Yoga oder auch für Leute, die Fitnessübungen auf dem Board machen wollen. Das ist ja auch ein Trend, der gerade so aufkommt, ist das hier ebenfalls ein Spitzenmodell, wenn man hier eine unglaubliche Freiheit hat, was die Konfiguration der ganzen Board-Ausstattung antrifft. Aber dazu dann später mehr im Detail. Nochmal ganz kurz der Hinweis. Erstmal würde ich mich sehr über ein Like freuen. Auch könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Das könnt ihr hier unten in der Ecke tun, denn ich werde auf diesem Kanal noch sehr, sehr viele weitere SUP-Boards testen und vor allem auch sehr viel allgemein über den Sport hier berichten, da viele Einsteigertipps geben. Und ich denke, gerade für jeden, der 2020 entweder sich ein erstes Standard-Paddling-Board kaufen möchte oder sich allgemein etwas über die Boards fortbilden möchte, um eventuell mal von einem Einsteigerboard auf ein besseres umzusteigen, ist mein Kanal eine ideale Anlaufstelle. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Aber letztendlich ist das, glaube ich, auch für alle Zuschauer spannend, die genau hier halt eine Möglichkeit haben, dass ich ja die Boards auf Herz und Nieren teste, natürlich Boards und Zubehör und entsprechend darüber berichte. Genau. Aber weiter im Text, unten in der Videobeschreibung, findet ihr außerdem noch ein paar Links. Und zwar einmal zu einem ausführlichen schriftlichen Testbericht des SteamMax WhiteDog und auch einen Link, wo ihr weitere Informationen über das Board finden könnt und vor allem auch den aktuellen Preis erfahren könnt. Das Ganze ist ein Link zu einem Online-Shop. Das noch der Hinweis ist ein Affiliate-Link. Das heißt, ihr bekommt womöglich eine Provision, wenn ihr über diesen bestellt. Diese Provision hilft mir dabei, weiterhin diese Board-Reviews hier zu machen, die doch immer relativ zeitaufwendig sind. Aber genau, jetzt genug drumherum geschwafelt. Jetzt steigen wir nochmal direkt in den eigentlichen Testbericht ein und starten mit dem Video. Das SteamMax WhiteDog ist ein 335 cm langes und 86 cm breites Board mit der wirklich sehr breiten Bauweise und wir können auch sehen, mit der sehr runden Nose fällt das ganz klar in die Boardklasse der Allround Boards. Die Allround Boards zeigen sich einfach durch eine extreme Kippstabilität aus und sind daher vor allem für Einsteiger häufig das Mittel der Wahl. Dass das Board so sicher beim Fahren im Wasser liegt, hat natürlich Vorteile für Einsteiger, die nur etwas unsicher auf dem Board sind, aber auch gerade für die anderen beschriebenen Einsatzzwecke, wie zum Beispiel Wildwasserfahrten, ist sowas extrem wichtig. Und auch für SUP mit Hund an Bord oder mit mehreren Personen an Bord ist das Board hier wirklich sehr gut ausgelegt, weil man ja genau die Sicherheit hat durch die sehr breite Bauweise. Mal zum Vergleich, die normalen Allround-Boards, sagt man immer so, sind 3,20 Meter lang und 80 cm breit. Das heißt, wir haben wirklich ein etwas längeres Board, aber vor allem auch ein deutlich breiteres Board, was halt genau für diese Sicherheit und damit auch für die Standstabilität auf dem Board sorgt. Als Allroundboard kann das SteamMax WhiteDog vor allem für so Fahrten über Flüsse, Seen und Kanäle gut eingesetzt werden. Für längere Touren würde man eher zu einem sportlichen Board greifen, wie zum Beispiel einem Touring- oder einem Cruisingboard. Denn die sogenannten Touringboards sind einfach noch deutlich schmaler und damit schnittiger gebaute Boards, die haben auch eine spitze offene Nose, die einfach besser das Wasser verdrängt. Und daher haben wir dort einen geringeren Wasserwiderstand, was letztlich das Aufbauen höherer Geschwindigkeiten ermöglicht und daher dann auch ja, für längere Strecken diese Boards besser geeignet macht. Ein Beispiel für ein Touringboard von SteamMax ist das SteamMax Sport. Das ist ein 12,6 Feet langes Touringboard, das hat wie gesagt genau diese Eigenschaften aufweist. In der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal einen Link zum SteamMax Sport, wo ihr euch nochmal die Bauweise anschauen könnt und da genau die Unterschiede seht zwischen einem Allrounder, wie jetzt hier dem WhiteDog, und entsprechend einem richtig guten Touring-Sub, was ebenfalls hier von SteamMax ist. Und daher denke ich mal, genau wie das WhiteDog, wo wir später noch zu kommen werden, eine exzellente Verarbeitungsqualität aufweist. Ich hatte jetzt ja bereits erwähnt, dass man auch Cruising-Boards wählen kann. Da mal kurz die Erklärung. Wir haben halt genau diese Dreiteilung so ungefähr. All-Bound-Board, sehr rund gebaut und sehr breit gebaute Subs.
Dann haben wir die Touring Boards, sehr schmal, sehr spitz, da hat etwas kippiger am Wasser. Und genau dazwischen stehen die Cruising Boards, die halt immer genauso von der Breite her, als auch so von der Spitze, so in der Mitte liegen. Also sind so ein bisschen spitz, ein bisschen schmaler, aber nicht so bei die beiden Extremer, sag ich mal. Und da sind die Cruising Tubs vor allem für so sportliche Einsteiger, die gerade den Sport starten wollen, oft eine sehr gute Wahl. In Sachen Cruising Boards bietet D-Max zum Beispiel das D-Max Kingfish an, was auch zum liebsten Cruising Boards auf dem Markt gehört. Und genau das ist halt auch so eine spannende Wahl, wie gesagt, für diese ambitionierten Einsteiger, die halt genau ein bisschen sportlicher unterwegs sein wollen, aber nicht gleich zum Touring Board greifen, wie jetzt halt zum D-Max Sport, sondern sagen, okay, ich wähle mal lieber den goldenen Mittelweg so ungefähr, ein bisschen sportlich, aber auch was für die Familie und nicht komplett hier auf Leistung ausgelegt. Auch zum Kingfisher, zum D-Max Kingfisher, findet ihr nochmal den Link in der Videobeschreibung, dass ihr einfach da ein bisschen die Unterschiede anschauen könnt und ein bisschen vergleichen. Genau, und dann euch letztendlich auch für das richtige Modell entscheidet, denn das ist ja genau hier der Zweck des Kanals, sag ich mal, dass ich euch hier verschiedene Varianten aufzeige, verschiedene Einsatzgebiete. Genau. Sehr wichtig ist außerdem beim D-Max Wild Dog, dass wir die Dicke von 15 cm oder 6 Inch haben. Die 6 Inch dicken Boards haben sich einfach als Standard etabliert, denn diese haben natürlich ein höheres Volumen, da kann mehr Luft hinein, bieten daher eine höhere Nutzlast und sind wesentlich robuster und nennt sich daher auch einen sicheren Stand auf dem Board. Die maximale Nutzlast, also die maximale Traglast des D-Max Wild Dog, liegt bei unglaublich 205 Kilogramm. Damit ist das Board auch perfekt für Touren mit mehreren Personen an Bord, aber vor allem auch für SUP mit Kind, SUP mit Hund oder auch für Fahrten mit viel Gepäck an Bord ausgelegt. Denn wie wir später sehen werden, haben wir wirklich die Möglichkeit, durch die zwei Gepäcknetze auch extrem viel Zubehör zu transportieren. Im Vergleich zu anderen Allround-Boards fällt hier der sogenannte Nose Rocker. Damit ist die Aufbiegung der Bordspitze gemeint, doch relativ sanft aus. Das heißt, wir haben wirklich keine so große Aufbiegung, was sich etwas negativ auf die Geschwindigkeit auswirkt. Denn letztlich hätte man durch den Nose Rocker, würde man besser das Wasser hinweggleiten. Hier hat man mehr so eine Verdrängerspitze, sage ich mal, wo man dann doch das Gefühl hat, dass man beim Fahren quasi so eine Art so eine Wasserwelle vor sich hintreibt, wenn man halt wirklich fast auf einer Ebene durchs Wasser gleitet. Das ist natürlich nicht ganz so gut, wenn es um Performance geht. Allerdings hat die runde Bordspitze zusammen mit dem nur kleinen Nosewalker den Vorteil, dass man dann doch sehr, sehr sicher im Wasser steht, was wieder für mehr Kippstabilität sorgt. Kommen wir nun zur Autotransport. Das ist das eigentliche Highlight vom D-Max Wild Dog. Wenn wir von vorne gehen, sehen wir das von vorne, aber haben wir einen richtig großen, massiven D-Ring, an dem dann die Beach oder die Heizwerte befestigt werden kann. Das fällt ja wirklich auch qualitativ sehr, sehr gut aus. Das ist nicht so ein dünner Ring, sondern wirklich ein richtig massiver Ring. Außerdem, wie wir schon, haben wir vorne und hinten an Bord Tralgriffe, genauso wie in der Mitte. Da haben wir auch wirklich angebracht, nochmal zwei Tralgriffe, das heißt, wir haben insgesamt vier Tralgriffe an dem Bord. In der Bordmitte, also genau im Zentrum vom Bord, findet sich allerdings kein Tralgriff, und das auch mit gutem Grund. Denn genau für SUP-Yoga oder für Fitnessübungen auf dem Board stört ansonsten der Tralgriff in der Mitte doch massiv, wenn man dann quasi da drauf fliegt. Aus diesem Grund haben Boards, die speziell für Yoga ausgestattet sind oder ausgelegt sind, extra dort keinen Tralgriff. Und daher wird das Board einfach am besten von mehreren Personen, aber auch von Einzelpersonen kann man es an der Seite tragen, über die entsprechenden Tralgriffe hier angehoben. Mit einem Gewicht von ungefähr 11 Kilogramm ist das Board zwar nicht das leichteste, ist halt etwas schwierig, wenn dann da schwache Paddler das tragen wollen oder Kinder das tragen sollen. Aber ansonsten kann man das doch wirklich sehr, sehr gut auch zu zweit tragen durch diese extra Traggriffe. Das haben ja die allermeisten SUP-Boards genau nicht verbaut. Dann haben wir vorne an Bord, als auch hinten an Bord, jeweils Gepäcknetze. Hier vorne an Bord haben wir ein Gepäcknetz, was an insgesamt 6 D-Ringen festgemacht ist. Hier hinten an Bord ein Gepäcknetz, was an 4 D-Ringen festgemacht ist. Und die allergrößte Besonderheit eigentlich beim Wild Dog genau ist, dass man das Gepäcknetz einfach entfernen kann. Also man kann beide Gepäcknetze einfach entfernen. Dafür muss einfach nur dieses Bungee-Seil hier aus den D-Ringen entfernt werden. Und schon kann man wirklich in wenigen Minuten das ganze Board hier entweder mit Gepäcknetzen ausstatten oder die Gepäcknetze entfernen. Das hat halt vor allem den Vorteil, dass man das Board quasi für verschiedene Einsatzzwecke konfigurieren kann. Das heißt, wenn man jetzt mit einem Hund an Bord fährt, würde man zum Beispiel das vordere Netz rausnehmen, damit der Hund entsprechend hier Platz nehmen kann. Wenn man im Wildwasser fährt, würde man auf jeden Fall das hintere Gepäcknetz rausnehmen, um dann da einfach weiter hintreten zu können, ohne zu stolpern, ohne sich zu verhaken. Denn bei Fahrten im Wildwasser will man natürlich möglichst wendig sein und da würde man natürlich nach hinten treten, um das Board noch effizienter wenden zu können. Und dann würden natürlich die Gepäcknetze hier massiv stören. Das ist gerade bei vielen anderen Boards das Problem, dass die Gepäcknetze quasi fest sind. Man kann sie natürlich irgendwie rausschneiden oder durch so ein Modell ersetzen, wo man sie quasi einklemmen kann. Aber hier ist halt schon alles verbaut worden. Man hat hier quasi gleich das Setup, um halt verschiedene Einsatzgebiete abzudecken. Bei Fahrten mit zwei Personen an Bord, also vielleicht wenn es nicht nur ein Kind ist, sondern auch ein Erwachsener, würde ich, glaube ich, beide
Gepäcknetze entfernen, um einfach noch mehr Platz auf dem Board zu haben, damit man wirklich maximal frei treten kann. Aber hier gleich zunächst Besonderheit, bei fast allen SOP-Boards ist ja mittlerweile ein vernünftiges Deckpad verbaut. Ich glaube, das war bei allen von mir getesteten Boards dieses Jahr so, außer beim Lidl SUP-Board. Dort hatten wir nur ein sehr schlechtes Deckpad, aber auch hier haben wir ein sehr schönes Deckpad mit einem Diamant-Shape. Das heißt, wir haben so eine kleine Karo-Form, die dann immer sich wiederholt auf dem Deckpad. Das sorgt wirklich für einen sehr guten Grip, weil man auch beim Nässe auf dem Board noch wirklich hier richtig am Board haften bleibt, was dann doch für einen sicheren Stand sorgt, auch wie gesagt bei Wasser auf dem Board. Die große Besonderheit hier beim White Dog ist, dass das Deckpad sich über das gesamte Board erstreckt. Die meisten SUPs haben hier nur ein relativ kleines Deckpad, was sich irgendwie so in der Mitte befindet. Aber hier beim White Dog haben wir ein Deckpad, was die gesamte Oberfläche des Boards bedeckt. Also von vorne seht ihr schon vom ersten großen D-Ring, wo Leash angebracht wird, bis nach hinten, bis zum zweiten Drahtgriff letztendlich, der hinten am Board verbaut ist, haben wir hier ein Deckpad, weil man überall die gleich gute Standfestigkeit, was wirklich extrem wichtig ist. Im hinteren Bereich, wie gesagt, für schnelle Wendungen bei Wildwasserfahrten, im vorderen Bereich für SUP mit Hund oder mit Kind an Bord, auch dass natürlich die entsprechend sehr sicher auf dem Board stehen, ist das sehr, sehr wichtig. Und das ist wirklich eigentlich so das Größte, was hier das Board auszeichnet. Denn das Deckpad kann man nicht so einfach nachrüsten. Bungee-Seil könnte man entsprechend abnehmbar machen mit speziellen Modellen. Aber hier haben wir schon alles verbaut und damit wirklich genau dieses Setup, dass wir für verschiedenste Einsatzzwecke hier genau richtig ausgestattet sind. Okay, gehen wir mal direkt auf das Zubehör ein, was im Umfang enthalten ist. Hier rechts haben wir direkt die Luftpumpe. Das ist eine Doppel-Luftpumpe der Firma GRI. Die macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir haben hier wirklich ein großes Board und ich habe das Board hier mit der Luftpumpe in ungefähr so 6 Minuten 30 aufgepumpt, was wirklich rekordverdächtig ist für einen Sub, was noch so viel Volumen hat wie das White Dog. Genau, wir haben jetzt wirklich eine schöne Pumpe. Wie gesagt, Doppelmodus und Einzugmodus verfügbar. Hier wird das Ventil vorne kann man verschließen für Doppelmodus oder rausnehmen für den Einzugmodus. Wir haben hier komplett hochwertige Griffe, die sich wirklich sehr angenehm anfühlen. Wir haben außerdem hier eine Druckanzeige auf der Oberseite, die man schon sehen kann. Genau, da ist auch die GRI drin. Und wir haben vor allem eine Pumpe, die sowohl das Board aufpumpen kann, als auch die Luft aus dem Board wieder raussaugen kann, was gerade zum Schluss, wenn man das Board wirklich sehr, sehr klein verpacken möchte, relativ praktisch ist. Aber weiter im Text. Außerdem haben wir hier noch so Finnschoner, die man vor allem für den Transporter verwenden kann, dass man die über die Finnen stülpt, um sie einfach zu schützen und vor allem, um auch die Tasche oder den Karton, in dem das Board verpackt ist, vor den Finnen zu schützen. Das sind in dem Fall die beiden Seitenfinnen gemeint. Wir nehmen ein 3-Finnen-Setup mit 2 kleinen Seitenfinnen, die so ungefähr 6 cm groß sind und dieser 20 cm großen Delfin-Finne, die basiert auf dem US-Finnbox-System. Das heißt, wir haben hier so eine kleine Finnschraube mit dem Finnplättchen, das ganz normal in dem Finnkasten festgeschraubt wird. Auch ist hier ein sehr hochwertiges Modell, das auch so ein bisschen Flex hat, also es gibt so ein bisschen nach, was relativ praktisch ist, weil da würde ich mal davon ausgehen, dass vor allem im Wildwasser das relativ gut ist, um mal zur Beschädigung zu vermeiden, weil man hier doch ein bisschen Spielraum hat, die Finne nicht sofort bricht, wenn der irgendwie das mal zu einer Kollision kommen sollte. Außerdem bin ich natürlich dabei für ein Repair-Kit, was jedenfalls relativ ausführlich umfangreich ausfällt, meine ich, denn wir haben hier zum einen RPVT-Kleber drin, wir haben den Ventilschlüssel und relativ nice. Denn das ist auch mal wieder, dass Leute fragen, wo kriege ich jetzt eine passende Finnenschraube her, weil sie ja genau diese kleine Schraube verlieren. Und entsprechend ist hier auch nochmal in dem Repair-Kit nochmal extra die Finnenschraube dabei. Ich außerdem noch in diverse PVC-Patches, die hier so ein bisschen farblich abgestimmt sind, dass man da entsprechend das Board vernünftig auf den Flicken kann, ohne dass es zu Ja, außerdem noch dabei ist hier die Bedienungsanleitung. Wir haben mal so ein bisschen ganz kurz zu den Basics erklärt werden, wie man das Board zu nutzen hat. Wirklich hier entspannt gehalten, große Buchstaben, große Schrift. Also einfach die wichtigsten Sachen nochmal erklärt. Auf jeden Fall ganz praktisch. Dann haben wir hier noch dabei den Rucksack. Das ist auch ein extrem hochwertiges Modell. Zum einen, wenn wir mal von außen schauen, haben wir hier extra Tragriff. Hier unten ist ein Tragriff und da oben ist ein Tragriff. Hier fühlt sich vor allem auch sehr angenehm an. Das hat extrem praktisch, einfach mal den Rucksack auch irgendwie anders anfassen zu können. Nicht nur mit den Schulterriemen, sondern auch einfach mal hier so hochzuheben. Sehr, sehr nice. Dann haben wir, wie ihr schon sehen könnt, hier unten Rollen verbaut, die auch einen sehr soliden und sehr robusten Eindruck machen, um zu wirken, als wenn die wirklich lange halten würden. Insgesamt hat der Rucksack hier wirklich auch eine sehr, sehr dicke und sehr robuste Außenhülle. Vor allem auch der Reißverschluss fällt hier wieder sehr gut aus. Das ist hier wirklich ein gigantisch großer Reißverschluss im Vergleich zu anderen SUP-Rucksäcken, die dann entsprechend bei anderen aufblasbaren Boards dabei sind. Und von da würde ich auch ausgehen, dass hier der Rucksack entsprechend lange halten wird. Noch dabei hier
dieses kleine Band, mit dem einfach dann die Bordhülle dann zusammengewickelt werden kann, beziehungsweise festgezurrt. Auch entsprechend, ja, ganz normales Modell eigentlich. Ja, zum Rucksack vielleicht nochmal ein Detail. Wir haben hier zwei Taschen. Einmal eine Vordertasche, in der quasi Platz für so Sachen wie die Leash, den Schlauch der Luftpumpe, hier die Findenschützer, die Finne selbst, die Luftbezug-Perke, natürlich auch die Anleitung, falls man die mitnehmen möchte, ist. Und noch weitere Ausrüstung, fällt ja wirklich relativ groß aus. Der vordere Bereich des Rucksacks, aber eben auch noch hier ein wirklich sehr großes Hauptfach, in dem auch das Board aufgewickelt locker verstaut werden kann mit weiterer Ausrüstung. Und vor allem sind hier zwei Gurte quasi vorhanden, mit denen das Board dann daran fixiert werden kann im Rucksack. Das finde ich immer sehr wichtig, denn wenn man so einen Rucksack trägt mit dem Standard-Porting-Board drin, dann passiert es oft, dass quasi das Board im Rucksack nach hinten umfällt. Und wenn man jetzt hier lang läuft, dann wird man quasi so zurückgezogen beim Tragen. Aber wenn das SUP-Board dann an dem Rücken quasi richtig fixiert werden kann, kann es nicht umfallen. Und entsprechend trägt das Ganze viel angenehmer, weil man nicht so immer nach hinten gezerrt wird, wodurch dann wirklich die Tragelast gefühlt auch reduziert wird. Genau, also wirklich hier ein sehr nice Modell. Dennoch hier eine Besonderheit, wir haben jetzt hier noch ein Paddel dabei. Das Paddel ist jetzt aber nicht vom Fang enthalten. Ich habe es einfach mal zusätzlich bestellt. Das Paddel ist hier ganz normal auch wieder mit von SteamX Boarding. Kann man schon sehr gut auf dem Paddelblatt hier sehen. Das Ganze ist hier ein Paddel, was teilweise aus Fiberglas, also Fiberglas, produziert wurde. Fiberglas oder GFK ist halt so in der Mitte zwischen Aluminium und Carbon. Aluminium das schwerste Material und günstigste Fiberglas. Und dann kommt Carbon am leichtesten und am teuersten. Fiberglas ungefähr in der Mitte. Auch hier der Preis von dem Paddel ist relativ fair gehalten. Ihr könnt in der Beschreibung ebenfalls auch einen Link finden zu diesem Paddel. Ich denke, es ist auch gerade ein spannendes Modell für Einsteiger, die jetzt nicht unbedingt auf diese Standard-Aluminium-Paddel, wie sie bei vielen Sets dabei sind, setzen wollen, sondern ein etwas besseres Paddel haben wollen. Mit dem Gewicht von so 800 Gramm ist das Paddel wirklich auch extrem leicht. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr nice Sache, was natürlich letztendlich durch den Fiberglas-Griff und den Fiberglas-Schaft kommt. Hier, das Paddelblatt ist aber aus Kunststoff produziert, das merkt man hier deutlich, ist etwas schwerer. Alternativ gibt es auch im Shop von SteamX noch andere Paddel, wie zum Beispiel halt Full-Fiberglas-Paddel, die etwas teurer sind natürlich, aber dafür auch noch etwas leichter und ein bisschen performanter auf dem Wasser. Oder auch Full-Carbon-Paddel, die natürlich entsprechend noch performanter und noch teurer sind. Gutes hier ist natürlich ein dreiteiliges Paddel, wie man hier sehen kann. Es ist aber auch längenverstellbar. Es sind ja Längen zwischen 1,75 Meter und 2,20 Meter, wie man hier schon sehen kann, einstellbar. Das heißt, es ist auch ein Paddel, was durchaus für größere Personen geeignet ist. Und genau für diese größere Person ist allgemein dieses ganze Set hier wirklich eine spannende Wahl. Denn das D-Max Y-Dog ist wirklich ein Board, was auch ordentlich Gewicht tragen kann und da gerade für große Personen interessant ist. Für kleine Personen ist das Ganze nicht so cool, weil man hat da doch ein sehr breites Board. Entsprechend muss man auch ein bisschen sich so zur Seite immer rausbeugen zu paddeln, wenn man nicht so groß ist. Da ist der Winkel einfach dann relativ schlecht. Das heißt, das Board ist wirklich ein Sub mit etwas größer und kräftiger Paddel und gerade für die eine spannende Wahl. Größere Paddel sollten außerdem bei der Paddelwahl beachten, dass sie hier ein Paddel haben, was bis zu 2,20 Meter ausziehbar ist, weil es halt wirklich wichtig, damit wir dann auch hier einen vernünftigen Griff haben und vernünftige Performance aufbringen können. Denn das Paddel, sagt man so ungefähr, ist ja so, ja, so 20, 25 cm länger eingestellt als die Körpergröße. Entsprechend haben wir jetzt hier ein Paddel, was so bis 1,95 Meter oder 2 Meter eine gute Performance bietet. Genau. Ich denke mal, es war das Wichtigste zum Zubehör, wenn ich mal ganz kurz was nicht dabei ist. Also wie gesagt, es ist kein Paddel im Lieferumfang des normalen SteamX White Dogs enthalten. Außerdem haben wir keine Leash dabei, die muss ebenfalls extra gekauft werden. Ich denke mal, es ist so, weil das White Dogs wahrscheinlich für viele Leute nicht unbedingt das erste Board, was sie kaufen. Viele testen ja mit dem sehr günstigen Board den Sport erstmal an und gehen dann erst auf ein hochqualitatives Board, was entsprechend für so speziellere Einsatzzwecke wie gerade SUP mit Hund oder SUP Yoga abgestimmt wurde. Und entsprechend haben die Leute ja schon das Zubehör. Das heißt, sie haben schon Paddel, sie haben schon eine Leash am Start und können die dann in das neue Set quasi mitnehmen und es da rein integrieren. Aber hier ist ja nur die Basic-Ausstattung dabei. Die ganzen wichtigen Sachen wie Paddel und Leash, beides natürlich auch Teil der Grundausstattung, muss halt extra gekauft werden oder wird halt schon von vornherein vom Paddel mitgebracht, wenn man hier entsprechend mit dem White Dog unterwegs sein möchte. Aber soweit so gut zum Zubehör. Jetzt geht es mal über zum Fazit. Was halte ich also vom SteamX White Dog? Für wen ist das Board gut geeignet? Zuallererst möchte ich mal betonen, dass die Verarbeitungsqualität des D-Max White Dogs wirklich top ist. Sowohl die Qualität des Boards als auch die Qualität des mitgelieferten Zubehörs machen einen sehr guten Eindruck. Wir haben beim D-Max White Dog ein Double-Layer-Board, das heißt, wir haben zwei tatsächlich miteinander verbunden Boden. Und da gibt es aber auch ein paar Unterschiede. Man kann nicht unbedingt sagen, Double-Layer-Board, welch Double-Layer-Board, es ist auch da von der Qualität abhängig. Aber hier haben wir wirklich ein richtig robustes Board, was auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck macht und ist auch gerade wichtig für einige Einsatzzwecke, wie zum Beispiel für Wildwasser-SUP, wo
man ja Kollisionen immer vermeiden kann. Und da ist natürlich wichtig, ein sehr robust gebautes Board zu haben. Mir ist auch immer die Qualität des Zubehörs sehr wichtig, denn damit steht und fällt häufig auch der Spaß beim Paddeln selbst. Hier im Liefernpunk vom Steamax Wildhog haben wir nicht ganz so viel Zubehörteile. Das heißt, wir haben kein Komplettset, wo wirklich alles dabei ist, sondern wirklich ist mehr ein Set für fortgeschrittene Paddler, die bereits ein erstes Board hatten und dann auf das Steamax Wildhog umsteigen. Auch preislich macht es ungefähr Sinn, denn wir haben ja wirklich ein Board der gehobenen Mittelklasse. Entsprechend werden viele Leute nicht unbedingt mit so einem Board einsteigen, sondern erst mit einem günstigen und dann zu diesem Board umsteigen. Aber was hier enthalten ist, also der Rucksack, die Finne, die Luftpumpe und das Reparaturkit, das macht alles einen sehr guten Eindruck und ist wirklich wichtig für den Spaß am Sport. Denn wenn man zum Beispiel eine schlechte Luftpumpe hat, dauert das Aufpumpen eines Boards locker mal doppelt so lang und ist viel anstrengender. Und natürlich die Kraft beim Pumpen, die man denn da verschwendet, die fehlt dann letztendlich auf dem Wasser. Und da ist man mit der Luftpumpe, die hier dabei ist, wirklich eine sehr hochqualitative Luftpumpe von GRI, die macht einen super guten Eindruck und ist entsprechend eine tolle Ergänzung für ein Board, was dann doch so voluminös wie jetzt hier das White dort ausfällt. Mir persönlich sagt auch das Design des Boards sehr zu. Das ist natürlich eine sehr subjektive Meinung, aber letztlich haben wir hier ein Design, was auch deutlich von den allermeisten anderen Standard-Paddling-Boards abweicht, die nur relativ moderne Logos drauf haben oder moderne Formen und sowas. Hier haben wir cool den Schriftzug White dort verbaut. Wir haben jetzt hier einen Hund auf dem Deckpad aufgedruckt, der so ein bisschen vor der Sonne oder vor dem Mond heult, die natürlich hier orange. Entsprechend passend zum gesamten Design, was hier so blau und orange gehalten ist. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Auf der Seite ist noch der Schriftzug D-Max Boarding. Ja, vermerkt, Rückseite ist nochmal relativ simpel gehalten, viel grau, aber ansonsten doch ein sehr, sehr schickes Board. Von den Fahreigenschaften her ist das Board genau das, was man erwartet. Es ist ein breit gebauter Allrounder, der nicht unbedingt für Touren geeignet ist. Hier wären Cruising- oder Touringboards besser, aber dafür bietet das Wildhog eins, und das ist Standstabilität. Und das ist natürlich für einige spezielle Unterdisziplinen von SUP wirklich wichtig, wie jetzt halt das erwähnte Wildwasser-SUP, für SUP mit Hund, für SUP mit mehreren Personen an Bord oder mit einem Kind an Bord. Da sind einige Sachen wirklich wichtig. Letztlich ist das Board, auch wie bereits beim Zubehörteil erwähnt, ein Top-Board für größere oder für schwere Paddler. Mit der hohen Traglast kann also wirklich viel Zubehör transportiert werden, aber es können auch schwere Paddler auf dem Board fahren. Mit der Breite von 86 cm ist das Board allerdings nicht so gut geeignet für kleinere Paddler, die einfach einen zu schlechten Winkel haben, weil man halt genau diese Breite überwinden muss beim Paddeln. Das Ganze dann doch für die größeren Paddler richtig gut geeignet. Jetzt aber so ein Kind würde ich jetzt nicht auf dem White Dog hier fahren lassen, nur weil es sehr stabil im Wasser liegt. Das ist dann nicht unbedingt die richtige Wahl, da würde man eher zu einem schmaleren, also zu einem normal breiten Allrounder, der jetzt um die 80 cm breit ist, greifen. Aber soweit so gut zu den Fahreigenschaften. Nochmal ganz kurz zum Preis, denn das ist dann doch häufig der sensible Punkt. Wir haben ja ein Board, wie gesagt, der gehobene Mittelklasse, das heißt, es ist keine Markenboardpreise, die über 1000 Euro liegen, aber eben doch schon einen sehr hohen Preis. Wie gesagt, ich check den aktuellen Preis in der Beschreibung. Der ändert sich ab und zu, deshalb will ich hier keine konkreten Preise im Video einbinden, aber wie gesagt, aktueller Preis unter dem Online-Shop-Link in der Beschreibung. Ich muss aber immer überlegen, wie will man das Board letztendlich nutzen. Hier haben wir ein Set, was garantiert mehrere Jahre durchhält, eine sehr, sehr robuste Bauweise. Da wird er ja hochwertig verarbeitet, sehr, sehr flexibel, was die Ausstattung angeht, sehr cooles Design. Das ist auf jeden Fall dann doch häufig die bessere Wahl als günstige Boards, die dann nicht ganz so gut verarbeitet sind, daher wahrscheinlich nicht so viele Jahre durchhalten werden und allgemein nicht so robust sind. Es gibt aber nicht umsonst diesen Spruch, wer billig kauft, der kauft zweimal. Und das ist hier natürlich das Gegenteil, also es ist hier ein teures Board, was man dann nur einmal kauft im Idealfall. Aber letztendlich hat man dadurch auch wirklich der handfeste Qualität, sage ich mal. Das ist teilweise relativ schwierig zu erkennen im Video, weil wir haben wirklich ein sehr, sehr robustes Board, was sich auch dann deutlich von günstigen Standard-Paddling-Boards abhebt. Das kann man schon so sehen und fühlen, dass es hier wirklich ein sehr, sehr massives Teil ist. Sehr schickes Design, sehr gutes Deckpad, vor allem auch sehr großes Deckpad. Das sind alles so Vorteile, die viele günstige Boards nicht bieten. Ich kann natürlich aber trotzdem verstehen, wenn es ein Einsteiger sagt, okay, jetzt ein Board in dieser Preisklasse ist nicht das Richtige für mich, ich weiß gar nicht, ob der Sport für mich Sinn ergibt, ob mir das Spaß macht, dann ist natürlich das Board ja auch nicht das richtige Einsteigerboard. Aber ich denke, gerade für Leute, die jetzt von einem Einsteigerboard auf ein besseres umsteigen wollen, ist das White Dog eine spannende Wahl, wenn sie halt genau diese Unterdisziplinen von SUP, also SUP mit Hund, SUP Yoga oder Standard Paddle mit mehreren Personen an Bord mal ausprobieren wollen. Da hat man hier auch für den Preis doch noch ein sehr gutes Modell, entsprechend auch mit gutem Zubehör. Und genau, das waren eigentlich so alle wichtigen Sachen. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten, die ihr mir im Vorstellungsvideo mitgeteilt habt. Wenn nicht, ich bin auch unter diesem Video erreichbar. Schreibt einfach gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Fragen, Anmerkungen habt oder auch Verbesserungsvorschläge, wie man hier diese Testberichte noch besser strukturieren kann oder noch bessere Informationen überbringt.
Genau, das war es dann eigentlich so von dem Video. Nochmal der Hinweis, gerne Daumen drücken und auch abonnieren den Kanal, denn da kommt wirklich sehr, sehr viel Content in den nächsten Tagen. Ansonsten sage ich nur vielen Dank fürs Einschalten. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Ciao.